He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Wie sich alle immer an die Tutoren und sowas ranmachen wollen. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Mm-hmm. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. I'd like to study this photo, if you don't mind. If you don't mind. We had this. Okay. Squirrel. One of the weirdest things. The word squirrel. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Why can't I take an image? This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. Many times. So there has to be a reason. And I have to find out why. There was a time I rewinded time many times. Whoa. Mindfuck. Okay. Ah, okay. Ich kann also wieder aufstehen. Sehr gut. Can't stand up. If the real photograph, please stand up. Yeah. Can't take a picture, why? I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Weitwinkel. Ein Springbrunnen? Ah. Okay. Wir haben immer noch nicht alle hier gesehen und erkundet. Oh, die Kifferklicke. Voll gechillt, voll am Abhängen. Hayden! There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Hey, Hayden. There she is! The retro selfie master. That's Ooh. Me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Oh. Not the most. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Mm-hmm. Ob wir mit dem Vortex Club mal rumhängen sollten?
Wenn wir da wären, könnten wir wahrscheinlich über Nathan Prescott ein bisschen herausfinden oder rumspionieren. Warum nicht? You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. Oh. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. I'm more confused than before. Weird. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Mit mir und Dana. Der Kleine kriegt wohl die Hosen nicht voll genug. Oder umgekehrt. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. To the Bigfoot Stomp. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Gucken wir mal weiter. Wen haben wir hier denn? Die gute Brooke. Brooke. Brooke actually has a drone. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Eine Asiatin, die eine Drohne hat als technisches Spielzeug. Muss ich mir Gedanken machen? Warum nicht? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Okay. Gucken wir mal. Hi, Brooke. Let me guess. You want... That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Nice. Kann ich hier überhaupt was steuern? Wow. Ich kann irgendwie nichts steuern. Aber ob hier noch was Interessantes kommt, was interessant werden könnte für uns. Irgendwo wird mit Sicherheit irgendwas kommen, was uns hilft oder interessant wird. Will den normalen Weg. Ich
Wenn sie jetzt wieder schnell nach unten geht. Ja, okay, gut. Wir konnten kein Foto und nichts machen. I bet David Madison would love to spy on us with this kind of drone. Here, give the drone a whirl around campus. Ja, wir können nochmal fliegen und sie macht wahrscheinlich genau denselben Weg. Ja, okay. Nee, brauchen wir nicht. Aber war lustig, nochmal den schönen Vorschlag zu hören, dass man damit auch Leuten ausspielen kann. What a complicated name for such a tiny drone. Okay, gucken wir uns mal weiter um, was es hier noch gibt. Nichts zu machen. Oh, hier gibt es Kreixmams Busch. Ah, wir können nicht rein. Wir sind keine Buschmama. Ein einfaches Campusmädchen. Fliege. Oh, Zigarettenstummel. Ew, gross. At least switch to E6. Oh, that's not nice. Poor little otter. Aww. They sure get a lot of mileage out of otter power. Otter sind flotter, Schwimmtipp 2012. Moin, Kasper, alles frisch bei dir. Ja, die letzten 7 Wochen waren turbulent. Ich bin ja erst in die erste Wohnung hier runtergezogen. Da hat dann die Firma, die Unity beauftragt hat, einen Scheißdreck gebacken bekommen. Ja, dann wurde ich ja sitzen gelassen von meiner jetzigen Ex und bin dann wieder umgezogen, weil die Wohnung, wo ich hingezogen bin, ja zu groß war und auch zu teuer für mich alleine. Und bin jetzt in der nächsten Wohnung. Das ist im Grunde genommen die Kurzgeschichte. Da wurden mir einmal schön die Hörner aufgesetzt, dementsprechend 2 Umzüge in den letzten 7 Wochen mitgemacht. Ich bin noch nicht mal hier jetzt richtig eingezogen, habe irgendwie die Umzugskartons ausgepackt, von daher, ja. I'm so not there. Aber hier läuft jetzt alles, hier muss keiner mehr kommen, muss die Dosen setzen, hier ist alles gesetzt, meine 400 Mbit-Leitung steht und alles läuft. Nee, waren turbulente, wilde Zeiten. Ja, sehr amüsant, was man da so mitgekriegt hat. Sehr amüsant, was man so im Nachhinein so... Es ist ja immer sowieso wieder amüsant, was man so am Ende von so einer Beziehung im Grunde genommen alles noch mitkriegt und alles. Ich habe vieles mitgekriegt in meiner Zeit und erlebt und gesehen und gehört, aber das, was ich jetzt in den letzten 7 Wochen abgespielt habe, war echt die Krönung. Das war die Krönung. Hey, hey. Eichhörnchen, Eichhörnchen, bleib da. Bleib da, ich möchte ein Foto. Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen. Oh mein Gott, wir haben Eichhörnchen getreten. Fun Fact, man kann Eichhörnchen zertreten hier und sie bleiben immer noch stehen. Parking. Now I have to go back to the dorm. This okay. Day never ends. Moin, Inspektor, alles frisch bei dir. Was heißt, wie lange ich zocken darf? Wie genau soll ich diese Frage verstehen? Ich meine... A, ist das mein Kanal? B, bin ich nur auf mich selbst angewiesen und mir selbst Rechenschaft schuldig? So, heute geht es auf jeden Fall 12 Stunden Minimum zu den Wohnheimen gehen, ja. Was, wir machen die Nacht auf jeden Fall durch bis morgen früh. Und bei dir, Kasper, was gibt's Neues? Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich. Das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, sagt sie jetzt, okay. Ansehen. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Ansehen. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Ich hab bereits Zimmer, ich hab Zimmer. Logan! Hey, Logan Robertson. All-American asshole. Triple A team. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. No way. Zachary, oh Zachary God. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Football, Max. Big football. Step away.
Big Football Max, Big Football.